Jetzt komm, hilf mir mal. Kannst du das nicht in Tüteln vorher? Wo ist der Faden? Hey, wo hast du den Faden? Bricht ja ja nichts ab. Scheiße, Mensch. Das klappt doch nie. Freilich, mein Kreis. Geht's denn hin? Lass das Zeug fallen, das machst du doch nicht richtig. Und ich sag noch, pass auf. Was ist denn passiert? Ja, na guck das mal an. Das sind meine teuren Gläser. Es tut mir leid, Entschuldigung. Eins ist noch ganz. Und das geht aber noch immer. Die beiden sind doch die letzten Trampel. Das habe ich schon länger beobachtet. Sag mal, spiel dich ja nicht so auf, ja? Klugscheißer. Lieber einen klugen Kopf als zwei linke Hände. Also, jetzt reicht mir das. Ich lass mich doch von dir Pappnase nicht beleidigen. Ja, komm, Fritz. Komm, Paul, wir gehen. Wir verzichten gern auf Ihre Dienste. Was bin ich Ihnen schuldig? Nichts. Wir haben schließlich auch unseren Stolz. Paul, hm? Genau. Tun Sie uns einen Gefallen, ja? Rufen Sie uns nicht mehr an. Hm? Großes Ehrenwort. Die hat einer der beiden hier vergessen. Was waren das denn für Typen? Das ist eine sehr teure Brille. Mein Mann hat die gleiche. Wenn die mir passt, hätte ich ein Problem weniger. Hm. Selbstverständlich geben wir sie dem Mann zurück. Wir wissen noch gar nicht, wer die Typen sind. Ja, du nicht, aber ich. Die haben sich vorgestellt. Lass doch keine fremden Leute auf unser Grundstück. Der mit der Brille hieß Obrecht und der andere Kessling. Wie sind Sie eigentlich auf die beiden gekommen? Ach, da lag irgendwann mal ein Handzettel im Briefkasten, übernehmen jede Arbeit. Und da unser Partyservice zurzeit keine Leute frei hatte, habe ich die schnell angerufen. Ach, ich gebe dir mal schnell den Zettelklößchen und dann bringst du ihnen die Brille am besten gleich. Ich muss den Grill putzen und die Holzkohle sichten. Das ist wichtig. Ich muss sowieso noch ins Internat, weil ich mich da noch umziehen muss. Dabei kann ich das für dich erledigen. Guten Tag. Bitte. Das hier ist doch die Adresse von Herrn Obrecht. Ja. Dem Party-Service-Mann. Ja, ja. Er hat vorhin bei uns seine Sonnenbrille vergessen. Was? Er hat vorhin seine Sonnenbrille vergessen. Hat er wohl noch nicht bemerkt. Naja, Wiedersehen. Wiedersehen. Ja, die Würstchen lang, aber mit der Holzkohle sieht schlecht aus. Halte dich am Klößchen, der weiß Bescheid. Auf. Ich glaube, mein Name. Guten Abend. Dankeschön. Da gab es keine mehr. Oh, du, das ist schön, dass du da bist. Ich möchte dich vorstellen. Das ist Herr und Frau Last. Ihr habt am Telefon gerade zusammen gesprochen. Ja, wir haben den zu mir hat es nicht gereicht. Darf ich Ihnen meinen Mann? Entschuldigung, das ist hier. Das geht's doch schon. Du wieder? Na, wunderbar, ja, läuft's. Also. Aber kümmere dich um die Teigmeier. Wo habe ich die gesehen? Da, wir. Das ist doch der, der mit dem Material. Ja. Guten Abend, Herr Doktor. Guten Abend, Frau. Ist Ihre Frau auch mit? Ja, irgendwo hier. Löschen, hast du denn für mich bitte anstecken? Sie, Herr Doktor, sogar mit Petrand. Die teile ich nämlich. Ja, ich bin zu einsame Löwe hier. Sag mal, schmeckt dein Wein etwa? Und wieso ist der nicht in Ordnung? Das ist doch gut. Findest du? Das ist natürlich nicht mein Spitzengewächs, Kübelberger Rachentritt, Jahre 79. Der ist natürlich staubig trocken, wie Honigtau auf der Zunge. Sag mal, warum trinken wir denn nicht? Ja, weil ich ihn noch nicht aus dem Keller geholt habe. Dann hol ihn doch einfach. Ich habe nur noch 9 Flaschen davon. No. Na gut, hol ich eine. Aber wir trinken nur wir beide. Das reicht doch.
Du klößt dir meine Holzkohle, wird knapp. Im Keller ist genug davon. Ja. Nimm den Weinkeller. Ja. Ganz ruhig, Mann, ganz ruhig. Dann passiert Ihnen nichts. Hey, Mann. Mann, Sie sind wohl auf der falschen Party. Sie sind auf der falschen Party. Wieso? Verdammt, wir sind nicht den Helden! Wir wollen nur Lösegeld, gegen Sie persönlich haben wir nichts. Ist doch gut. Lass doch mit dir reden! Lass doch mit dir reden! Lass doch mit dir reden! Vielleicht gefällt ihm die ganze Party nicht und er bleibt im Weinkeller. Im Weinkeller? Wir haben doch alles oben. Moment, Moment, Moment. Keinen Kühlberger Rappenfeld, 79er Jahrgang, staubtrockener Rotwein. Ach, ihr Weinkeller. Was sind schließlich auch seiniges? Mutti, ich habe keine Holzkohle mehr. Tim ist im Keller, um neue zu holen. Er kommt nicht mehr zurück. Tim ist im Keller? Kinder, ich ahnte es. Die beiden feiern da unten. Na, der kann was erleben. Der Sekt ist auch alle. So, kommt mal mit. Endstation, mein Junge. Du kannst jetzt runterkommen. Scheiße. Los, raus. Du musst noch viel lernen. Mit einem dunklen Hemd hätten wir dich nicht bemerkt. Die Polizei ist sowieso schon verständlich. Hm. Wie kommst du denn hierher? Nein, ist sie nicht. Verbind ihn die Augen. Wir nehmen ihn mit. Außerdem sind zwei Geiseln besser als eine. Spaß erlauben? Vielleicht haben sie auch draußen was Verdächtiges bemerkt und sehen jetzt nach. Was wollen Sie eigentlich von uns? Lösegeld. Sie haben uns entführt, um Lösegeld zu erpressen. Teure Party. Schnauze. Tja, sauerlich. Ihrer lieben Frau müssen wir nun leider eine schlaflose Nacht bereiten. Andererseits macht das mürbe. Sie wird bestimmt spuren, wenn sie morgen Bescheid erhält. Sie, sauerlich, rufen an. Ihre Frau soll die Bullen aus dem Spiel lassen. Und 1 Million als Lösegeld bereithalten. Was, 1 Million? Wofür halten Sie mich? Ich stelle Schokolade her und keine Banknoten. Wir wissen, Sie sind ein Mann mit einem Haufen Kies. 1 Million ist ein Freundschaftspreis. Immerhin seid ihr zu zweit. 1 Million, das ist viel zu viel. Ich bin ja bereit, für meine und für Tims Freiheit zu bezahlen. Das muss doch alles im Rahmen bleiben. Sie Ärmste, Sie tun mir der tiefsten Seele leid. Also, wie viel können Sie zahlen? Eigentlich gar nichts. Wenn Sie uns hier verarschen wollen, wird's ungemütlich, sauerlich, ja? Also, wie viel können Sie zahlen? 50.000? Ihre Freiheit kostet 500.000. Und für den Jungen verlangen wir 50.000? Für den Jungen 50.000, klar? Sagen wir 500.000 für uns beide. Das lässt sich auch viel leichter zählen. Darf ich
mal sehen? Ist das ein Colt, eine Beretta oder eine Walther P5? Ich interessiere mich nämlich ganz irre für Waffen. Die Pistole? Darum ging es mir nicht. Ich hatte gehofft, er würde mich anbrüllen. Ist dir nicht aufgefallen? Er hat kein einziges Wort gesagt. Vielleicht hätte ihn seine Stimme verraten. Aber er ist ja leider nicht drauf reingefallen. Ich wusste gar nicht, dass Ihre Geschäfte so schlecht gehen. Ach, keine Spur. Meine Geschäfte gehen hervorragend. Aber ich kämpfe um jede Mark. Moment mal. Was ist denn? Psst. Das ist ja die Melodie mit dem schrillen Ton. Herr Sauerlich, das ist sie. Auf meine Ohren kann ich mich verlassen. Ich verstehe nicht, was du meinst. Heute Nachmittag. Heute Nachmittag habe ich das Geklimpere mit dem schiefen Ton schon mal gehört. Und zwar, als ich die Sonnenbrille zu Obrecht brachte. Ihn habe ich nicht gesehen. Seine Frau hat die Brille angenommen. Ja, und? Obrecht könnte Klavier gespielt haben. Wir sind jetzt in seinem Haus. Bist du sicher, dass du dich nicht verhört hast? Absolut. Tim, wenn die Ganoven merken, dass du sie durchschaut hast, kommen wir beide nicht mehr lebend heraus. Wir haben in sämtlichen Krankenhäusern nachgefragt. Alle Streifenwagen sind angewiesen. Nichts. Keine Spur. Auch keinen Hinweis auf ein Verbrechen. Warum sind die beiden so sang- und klanglos verschwunden? Obwohl wir den Garten voller Gäste hatten, dafür muss es doch einen Grund geben. Na, vielleicht war noch jemand im Keller. Hm, du meinst, ein Dieb hat sich eingeschlichen und die beiden bedroht? Ja, das wäre doch möglich bei dem Betrieb gestern. Eigentlich habe ich keine Angst um Tim und Papa. Die wären mit dem Dieb schon fertig. Sicher verfolgen sie ihn schon. Wie denn? Herr Sauerlich hat seinen Jaguar hier gelassen und Tim sein Rennrad. Also, für eine Verfolgung halte ich das nicht. Eher für eine Verschleppung. Vielleicht sind sie verschleppt worden. Mit Waffengewalt. Ja, das ist schon möglich. Wahrscheinlich eine Kidnapperbande. Jetzt müssen wir für Papa und Tim Lösegeld blechen. Sobald sie frei sind, jagen wir es den Gangster wieder ab. Dass Kidnapper gleich zwei Opfer entführen, ist doch ungewöhnlich. Ja, das galt ihrem Mann. Möglicherweise kam Tim dazu und dann haben sie ihn mitgenommen. Ja, es ist wohl besser, wenn ich jetzt verschwinde. Kidnapper haben das nicht so gern, wenn die Polizei eingeschaltet wird. Dann werden sie nervös und das könnte gefährlich werden für die Entführten. Aber natürlich bleiben wir in Verbindung. Wiedersehen, Frau Sauerlich. Vielen Dank. Bitte, bitte. Tschüss, Gabi. Tschüss. Sie rufen jetzt Ihre Frau an, Sauerlich, und sagen, was los ist. Und dass sie das Geld besorgen soll. Eine halbe Million. Hier haben wir genaue Anweisungen aufgeschrieben für die Geldübergabe. Sie lesen sie vor. Sie soll sich genau dran halten. Und noch was. Wenn wir einen Bullen in der Nähe entdecken, geht die Sache schlecht aus. Für euch beide. Wenn sie das Geld haben, lassen sie uns dann frei? Das ist so üblich in diesen Kreisen. Anna, mein Liebling, ich bin's. Du, Tim und ich, wir sind in einer außergewöhnlichen Situation. Man hat uns nämlich gekidnappt. Anna, bitte jetzt nicht heulen. Hör zu, ich gebe dir jetzt die Forderungen durch, ja? Damit wir hier freikommen. Am besten, du machst dir Notizen. Ja? Ja. Ich habe alles notiert. 500.000 Mark. Sag den Kidnappern, dass ich mich ganz danach richten werde. Die Polizei mischt sich nicht ein, bestimmt nicht. Seid ihr gesund? Wie? Aufgelegt. Mark. Unverschämtheit. Sind die beiden verletzt? Nein, nein, sie sind in Ordnung, sagt Papa.
So, ich fahre jetzt zur Bank das Geld holen. Und heute Abend um 11 muss ich das Geld übergeben. Da komme ich mit. Nein, ich soll allein fahren. Wie ihr wisst, sind Klößchens Vater und Tim von Kidnappern entführt worden. Heute Abend um 11 soll die Lösegeldübergabe stattfinden. Dabei muss sich mindestens einer der Kidnapper zeigen. Den verfolgen wir. Das ist unsere Chance. Aber das Ganze muss klammheimlich sein. Nicht mal meine Mutter darf was merken. Frau Salih soll das Lösegeld in eine gelbe Leinentasche stecken und damit über die Landstraße zwischen Igeldorf und Uhlenstedt fahren. An irgendeiner Stelle wird der Kidnapper ihr mit einer Taschenlampe ein Lichtsignal geben. Dort muss sie die Tasche aus dem Wagen werfen. Dann soll meine Mutter weiterfahren und der Kidnapper bildet sich ein. Dann sei alles gelaufen. Aber er hat nicht mit uns gerechnet. Also, wer mitmachen will, hebt seinen Arm. Prima, machen alle mit. Mensch, Stefan, mach deinen Rekorder aus. Du verrätst alles. Ja, wenn es unbedingt sein muss. Klößchen, hörst du mich? Ja, ich höre dich. Wann passiert Kontrollpunkt B? Verstanden. Ende. Ich sehe sie. Sie kommt. Verdammter, jetzt haut er ab mit der Kohle. Ich kann nicht mal sein Nummernschild erkennen. So, raus jetzt! Ja, ja. Und wo sind wir hier? Das werdet ihr dann schon merken. Verdammt nochmal, wie werde ich jetzt die Fessel los? Ich mach ihn die Fesseln auf. Komm her. Ja. Ja, okay. Grüß dich. Ja. Danke. Obrecht wird sich aber ganz schön wundern, wenn wir nachher mit Kommissar Glockner bei ihm auf der Matte stehen. In welche Richtung sollen wir jetzt gehen? Ich glaube, da hinten ist der Stadtvorort. Nix wie hin. Kriminalpolizei, Kommissar Glockner. Sind Sie Frau Obrecht? Ja, und? Ist Ihr Mann wohl da? Ja. Paul? Guten Tag. Ja, bitte. Entschuldigen Sie. Eine Halsentzündung. Sie haben wohl Angst, dass wir Sie an der Stimme erkennen, was? Sie stehen im Verdacht, an einer Entführung beteiligt zu sein.
Ich habe einen Hausdurchsuchungsbefehl. Dürfte ich wohl mal Ihren Keller sehen und Ihr Klavier? Was? Sie machen wohl Witze, Herr Kommissar. Dieses Haus hat keinen Keller. Leider. Wir haben auch kein Klavier. Was sollen wir damit? Meine Frau kann nicht spielen, ich kann nicht spielen. Das Ding wird nur rumstehen. Bitte, überzeugen Sie sich. Danke. Kein Keller, kein Klavier. Ja, Tim, wer hier kein Keller ist, dann waren wir heute Nacht ja auch nicht eingesperrt. Tja, du hast uns ganz schön blamiert. Ja, ist wohl nichts mit der Entführung. Ich weiß ganz genau, als ich hier vorgestern Nachmittag die Sonnenbrille herbrachte, hatte jemand im Haus Klavier gespielt. Ah, das war wohl eine Schallplatte oder ein Radio. Nee, ganz bestimmt nicht. Am Klavier war eine Saite verstimmt. Das habe ich ganz genau gehört. Na, komm, Tim. Du hast diesmal gehörig daneben gehauen. Ja, ich komme gleich. So, Herr Kommissar, jetzt verlassen Sie mein Haus. Ja. Hier war doch was. Na also, ich hab's doch gewusst. Das ist Hofmann. Das hat noch ein Nachspiel für Sie. Und dir habe ich das zu verdanken, du Mistbengel! Knapp daneben ist auch vorbei. Wiedersehen. Herr Glockner, ich hatte doch recht. Wieso? Hören Sie sich das mal an. Hiermit schulde ich Paul Obrecht 700 Mark für ein Klavier. Fritz Kessling, Rosenweg 4. Mensch, Tim, ich muss mich bei dir entschuldigen. Tja, und jetzt fahren wir das Klavier stimmen. Stimmt's? Stimmt. Rosenweg 4. Das ist der Beweis. Hier ist Ihr Geld. Ein Fehler haben die Gangster gemacht. Sie haben nicht mit unserer Intelligenz gerechnet. Besonders nicht mit meiner.